Mann, wie kann man so hartnäckig sein? Ich muss es töten, glaube ich. Das hilft nichts. Das gibt's doch nicht. Mann, ich nehme jetzt meinen Minzhammer raus. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Im neuen August-Update. Wir haben beim letzten Mal die Insektenaxt gebaut und außerdem auch noch den Minzhammer und wir haben einen Marienkäfer getötet, erfolgreich. Wenn ihr das alles nicht gesehen habt, rechts oben in der Ecke ist immer die komplette Playlist verlinkt, wenn ihr es auf YouTube schaut, damit ihr auch alles, was vorher kam, nochmal nachschauen könnt, wenn ihr es verpasst habt und wisst, wie wir an bestimmte Sachen rangekommen sind. Genau. Wir haben jetzt diese geile Axt und damit können wir jetzt diese Stängel hier kaputt schlagen, diese Husky Weed. Und damit kriegen wir mehr von diesen Stängeln, die wir brauchen, um ein geiles Haus zu bauen. Deswegen haue ich das jetzt mal um. Denn wir wollen nämlich hinten an der Mauer, da wo die Hecke ist, da wollen wir nämlich eine neue Base aufbauen in Turmform, damit man schneller ins Heckenlabor kommt. Das ist so der Plan aktuell. Ich habe mir jetzt mal die Ameisenrüstung angezogen, weil mit Hilfe der Ameisenrüstung kann man nämlich mehr tragen. Da kann man nämlich irgendwie statt 4 Stängel hier, kann ich nämlich 8 Stängel tragen. Ich lege das jetzt nochmal hier hin. Ich hole mir gleich noch ein paar mehr Stängel. Ich brauche mehr Stängel. Wir brauchen richtig viele Stängel, weil die Basis, also am unteren Bereich, möchte ich auf jeden Fall aus den stabilstmöglichen Wänden bauen, die ich bauen kann. Und das sind halt vor allem hier diese Stängel aus Husky-Weed. Ich kann gerade nicht schlagen jetzt. Manchmal ist das ganz merkwürdig. Er ignoriert manchmal einfach die Tatzeneingaben. Er ignoriert das Tatzen. Das ist schon manchmal echt seltsam. Sehr gut. Das sind auch wieder 4 Stück. Dann kann ich quasi 2 Stängel kaputt schlagen und kann das Material dann tragen. Jetzt ist halt die Frage, es gibt auch noch so ein Log-Sled, genau wie bei The Forest auch, wo man... Nein! Ach, jetzt bin ich hier in dieses blöde Loch gefallen. Das blöde Wasserloch hier. Hoffentlich kann ich jetzt hier die Sachen noch rausholen. Ja, geht, okay. Hab ich nicht... Nein! Oh, Mann! Ich raste aus hier. Geht's doch nicht. Ich eskaliere schon wieder direkt. Gib mir das. Oh, Mann. Genau, es gibt diesen komischen Log-Sled da, mit dem ich vielleicht noch mehr transportieren kann. Ich muss mal gerade gucken, lohnt der sich überhaupt? Das ist ein... Was ist denn das eigentlich? Wo finde ich denn den eigentlich? Hier. Aber da steht leider nicht, welche Kapazität. Aber es sind 12 kann der, glaube ich, transportieren. Ach, das ist... Wenn ich das selber trage, geht das bestimmt schneller. Gerade wenn ich die Ameisenrüstung anhabe. Jetzt habe ich ja hier die Maximummenge, die ich tragen kann. 8 Stück. Ich bin sicher, das geht schnell. Ich darf nur nicht ins Wasser fallen. Dann lasse ich den ganzen Schnodder da liegen plötzlich. Dann muss ich es eigentlich wieder aufheben. Wenn er schwimmt, kann er nicht tragen. Das ist der einzige Nachteil. Da wäre jetzt interessant zu wissen, ob man mit dem Schlitten... Ah, da ist wieder Schleimer. Ob man mit dem Schlitten, wenn man den benutzt, über Wasser schlittern kann. Also so ein Transportboot wäre eigentlich viel sinnvoller als so ein Schlitten, muss ich sagen. Da müsste ich nicht jetzt um den See drumherum laufen. Und vielleicht auch mal mehr noch hier so in der Gegend gucken, ob da vielleicht noch diese Pflanzen wachsen, die uns diese Stängel hier bescheren. Das wäre vielleicht noch ganz praktisch, dass wir nicht immer zum Haus zurücklaufen müssen, um dieses Zeug hier zu bekommen zum Bauen. Weil sonst dauert es nämlich ganz schön lange, wenn wir uns da hochbauen wollen. Wenn wir ständig diesen Weg laufen müssen. Aber wir sind da. Leider ist mir beim letzten Mal am Ende noch das Spiel abgeschmiert. Das habt ihr nicht mehr gesehen in der Aufnahme. Aber ja... Ich muss jetzt die Blaupausen von den Wänden nochmal neu setzen. Dadurch. Weil die existieren jetzt quasi nicht mehr. Die sind jetzt weg. Warum ist hier eine Ameise? Geh weg. Genau, steck mal das da schon mal rein. So, dann lege ich mal hier die Materialien mal hin. Was war das jetzt? Moment. Falscher Reiter. Moment. Genau, und dann machen wir hier mal die Wände nochmal neu. So. So, unten, wie gesagt, benutze ich die stabilen Wände. Weil, wenn jetzt hier doch mal irgendwie ein Tier kommt... Achso, da blockiert jetzt das Spinnnetz, das müssen wir gleich noch wegmachen.
Wenn jetzt hier doch mal irgendwie ein Tier vorbeikommt, eine Spinne zum Beispiel, die die Base angreift, dann sollte die Base schon unten zumindest ein bisschen widerstandsfähiger sein. Damit wir da keine Probleme kriegen. So, jetzt hau ich mal hier schnell drauf. Zerstör das mal schnell. Das ging schnell. Interessant. Genau, dann machen wir hier weiter. Hä? Also beim letzten Mal konnte ich da noch Wände setzen. Jetzt geht's irgendwie nicht mehr. Ist ja merkwürdig. Gab's irgendwie gerade noch ein Mini-Update oder so? Oder, warte mal, wenn ich es nach innen drehe? Nee. Ja, scheiße. Okay, na gut. Dann kann ich da halt keine Wände setzen. Hä, konnte ich? Ich konnte das doch beim letzten Mal noch. Seltsam. Ach ja, stimmt. Woven Fiber, genau. Warte mal. Wir müssen mal schnell schauen, dass wir mal hier noch ein paar Fiber aufheben. Hier und hier und noch ein paar Sprigs. Dann können wir nämlich das gleich mal fertig machen da an der Stelle. Dann kann ich die Sachen schon mal reinstopfen. Ameise? Ich bin Freund. Ich bin gut. So, warte. Woven Fiber hier, genau. Genau. Dann kann ich mir schon mal meine Tür fertig bauen. Dann habe ich immerhin schon mal eine Tür fertig. Sauber. Und das stopfen wir jetzt einfach hier reihum. Stopfen wir das rein. Genau. So, ich gehe jetzt mal da hinten hin und schau mal, ob ich hier diese Pflanzen finde, die mir die Stängel geben. Das wäre schon irgendwie geil, wenn wir die hier mal irgendwie in der Nähe noch hätten. Wenn wir da welche finden. Dass wir nicht immer so weit laufen müssen dann. Hier ist ja auch wieder so ein bisschen so dieses Marschland, könnte man sagen. Ich nenne das jetzt einfach mal Marschland, so sumpflandschaftsmäßig. Ist ja quasi wie an der alten Base auch hier eigentlich. Müsste doch eigentlich genau die gleiche Pflanze wachsen normalerweise. Da hinten ist, glaube ich, eine, oder? Ist das nicht so eine? Aber die ist ein bisschen groß. Ich weiß nicht, ob ich die fällen kann. Und da rappelt es im Gebälk auch so ein bisschen. Nee, die gibt es hier nicht, die Pflanze. Ich werde wahnsinnig, Was ist das hier? Ist das ein... Das ist zu groß, oder? Ja, das kann man nicht umhauen. Schade. Wo sind diese Stängelpflanzen, verdammt? Dann sind die ja, dann wachsen die wirklich nur da bei mir an der Base da. Na, klasse. Ja, hier sehe ich jetzt erstmal keine. Wie viel sehe ich? Oder ist das da? Nee, das ist auch wieder nur so ein Ding, was ich nicht kaputt kriege. Ja, dann muss ich wohl das Zeug von einem Ende zum anderen schleppen. Zum Glück habe ich die Ameisenrüstung, kann ich da noch sagen. Dann, was? Kongo da bongo da bongo. Aber wo? Wo ist der Kongo? Der Bongo Kongo, wo ist er? Ich weiß es nicht. Er ist irgendwo. Kann ich eigentlich die Distel fällen? Also, die ganze Distel. Nee, da kriege ich wieder nur die Nadeln, wa? Ich glaube, ich schlafe einfach mal, weil da müssen wir nämlich nicht im Dunkeln rumrennen und das machen. Das ist immer ein bisschen unsexy. Das ist auch immer ein bisschen schlecht für die Aufnahme, dann seht ihr nämlich immer so wenig. Dann müsste ich es nämlich nachträglich auffällen. Und das ist auch wieder blöd. Schlafen. Genau. Spinne? Nee. Alles gut. Gleich erstmal trinken hier. Oh, essen muss ich auch. Warte mal. Habe ich noch irgendwie was Essbares? Nein, ich habe nichts Essbares mehr, verdammt. Ich muss hier die Pilze essen. Ah, da, da. Nice. Das Frühstück. Das Frühstück ist mir direkt in die Arme gelaufen. Wie im Schlafenland hier. Rösten wir das doch gleich mal. Ja. Löwenzahn kannst du mit einer Einser fällen.
War da jetzt Löwenzahn gerade? Ich habe keinen gesehen. Also in der Nähe von der anderen Base. War glaube ich auch keiner, oder? Oder habe ich mich einfach da verguckt? Ich glaube, ich muss da nochmal ein bisschen genauer schauen. Aber Löwenzahn gibt glaube ich nicht so viele Stängel. Nur, und Löwenzahn habe ich bisher festgestellt, war immer in einer Gegend, wo es sehr gefährlich war irgendwie. Ich hau einfach drauf. Abhauen oder draufhauen? Ja, dann hau! Weißt du, immer drückt. Ja, hau! Er steht einfach davor und guckt. Das regt mich auch beim Kämpfen immer so auf. Ja, schön. Das hätte nicht ungünstiger zerplatzen können. Hervorragend. Schön vor das Spinnenhaus hier. Dankeschön. Nimm das Zeug. Oh Gott. Weg, weg, weg. Hier ist die Spinne. Da geht immer die Spinne hausieren. Gut. Ich kann ja mal außen rumlaufen. So auf der anderen Seite lang. Famous Last Words. Wenn man doch nur nicht immer an den Kleeblättern den ganzen Spaß hängen bleiben würde. Ich gehe mal hier durch. Hier war auch irgendwo eine Spinne, die im Wasser festgehangen hat. Ist immer so die Frage, ist die noch da oder läuft die jetzt woanders rum? Guck mal, die Wanzen, die kämpfen gegeneinander. Die machen da irgendwas. Verrückt. Fressen die den Lehm? Nee, guck mal, ich glaube, produzieren die den Lehm? Guck mal, die machen da irgendwas am Lehm. Entweder fressen die den oder... Oder sie produzieren den, kacken den vielleicht aus. Verrückt. Vielleicht erklärt das ja, wo der Lehm herkommt. Warum der immer neu spawnt, obwohl hier niemand was macht. Das wäre ja eine coole Sache, wa? Wenn das der Grund ist. Ist das da ein Marienkäfer? Ah, nee. Das sah so aus. Vogel? Nee, kein Vogel. Ich habe keinen Vogel. Noch nicht. Aber ich kriege ja bald einen Vogel. Ist der Weg hierum jetzt besser? Der ist ein bisschen einsehbarer, so, finde ich. Die machen bestimmt Babys. Paarungs. Ja, Paarungstanz könnte es auch sein. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Sehr spannend. Guck mal, es geht relativ schnell, oder? Eigentlich. Jetzt noch eine Fuhre, dann habe ich das ja hier unten rum schon fertig. Und ist es bis jetzt immer noch keine Spinne vorbeigekommen? Ja, das wollen wir an der Stelle mal festhalten. Eine Liste von Smoothie-Rezepten. Oh, danke, Barfußkönig, an der Stelle. Aber ich habe da gerade nicht so ein Auge drauf. Lasst uns mal auf die Smoothie-Thematik zurückkommen, wenn wir mal wieder eine Smoothie-Station am Start haben, würde ich sagen. Weil ich kann mir das jetzt unmöglich merken, alles. Ich will es jetzt auch nicht alles vorlesen. Für die Leute, die vielleicht auch noch jetzt selber da noch drauf kommen möchten, vielleicht. Wir machen mal noch so eine Smoothie-Folge. Guck mal, da sind sie auch wieder am Ding. Nein, ich wollte euch nicht stören beim Befummeln vom Leben. Beim Lebenfummeln. Aber da, die waren auch gerade wieder am Leben dran. Ich glaube, das sind die, die den Leben immer ranschaffen. Ohne Scheiß. Also, ich weiß es nicht, aber... Spinne? Nee. Ich weiß es ja nicht, aber es sieht fast danach aus. So ein bisschen. Nee, warte mal, hier ist doch eine Dings. Dann Delion. Stirb, du blödes Scheiß. Mistvieh. Fall nicht in die Richtung, wo die hässlichen Viecher sind. Ja, genau. Nicht dahin. Warte mal, das sind... Na, nicht schlecht. Okay. Die Blume hat doch ein bisschen mehr gebracht. 6 Chunks. Nehme ich die jetzt einfach mitkommen. Scheiß drauf auf die 2, die noch nicht voll sind. Ich glaube, das reicht dann auch fast schon. Ja, ist praktisch so eine Ameisenrüstung, wenn man Material von A nach B transportieren möchte. Herr Wievel. Ah, lauf. Renn. Zieh dich nicht um. Renn einfach. Bitte nicht hängen bleiben jetzt. Kong, bada bang, bada hanga, bongo, kongo. Ja, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Das sieht doch gut aus. Hier wollte ich schon lange mal eine Base bauen. Ich freue mich, dass es jetzt endlich klappt. Okay, uns fehlen nur noch... Ja, noch mal einmal eine Sonnenblume, sag ich schon.
Einmal nochmal ein Löwenzahn hier, Pusteblume und dann haben wir das. Dann reicht das. Also erstmal für unten rum. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, höher zu bauen. Also ob wir noch eine Wandreihe oben drauf setzen sollten. Möglicherweise wäre es vielleicht schlau, das zu machen. Dann, dass wir schon mal ein bisschen höher kommen vom Bodenniveau her. Dauert natürlich dann etwas länger, ne? Und Nero hat mit Prime abonniert. 6 Monate schon. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich hau jetzt hier die Dandelion noch um. Dandelandelon. Badandalandelon. Na haut zu! Ich drücke! Hallo! Mein Gott! Schlag! Tu es! Hallo! Mann, was für ein Input-Lag, ey. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es am Spiel liegt mit dem Input-Lag, am Rechner oder einfach an meiner Hardware hier für Steuerung und so. Ich glaube, fast es liegt am Spiel, tatsächlich. Ich glaube, das liegt wirklich am Spiel. Das habe ich bei keinem anderen Spiel, dass ich solche Verzögerungen bei der Eingabe habe. Das habe ich bisher noch nie gehabt. Das erste Mal. Und meine Tastatur und Maus funktioniert sonst eigentlich immer recht präzise. Deswegen wundert mich das. Oder ist es... Vielleicht muss es gefixt sein. Vielleicht ist es ein Bug. Keine Ahnung. Dabei gibt es hier schon so viele Bugs. Also Bugs, die reingehören ins Spiel. Es gibt Bugs bei Grounded, die nicht reingehören. Es gibt Bugs, die reingehören. Das ist definitiv ein Bug, der nicht reingehört. Input-Lag in Comic. Ja, das ist ein massives Input-Lag. Und ich habe auch das Gefühl, es ist mit jeder Waffe anders. Mann, scheiße, jetzt hänge ich hier wieder. Ich lock die mal ein bisschen weg. Ich will die jetzt nicht beim Bauen hier die ganze Zeit am Anus haben. Hau ab. Mann, wie kann man so hartnäckig sein? Ich muss es töten, glaube ich. Das hilft nichts. Das gibt's doch nicht. Mann! Ich nehme jetzt meinen Minzhammer raus. Pass auf hier, mein Minzhammer. Siehst du meinen Minzhammer? Siehst du ihn? Blödes Mistvieh. Haha, K.O. Bäh. So, Moment. Gib mir das. Flup. Flup und... Okay, 2 Dinger brauchen wir noch. Zumindest für unten rum. Dann können wir ja erstmal ein bisschen so eine Einrichtung noch bauen. Würde ich sagen. Ich finde das aber ganz gut eigentlich. Es geht eigentlich relativ schnell jetzt zu bauen. Man kommt recht schnell zum Ziel beim Bauen. Wenn man die Rüstung hat und wenn man weiß, wo die Sachen sind, die man braucht. Also die Materialien. Kommt man da recht schnell zum Ziel eigentlich. Ich nehme mal hier den Nektar. Bisschen was essen. Choke it down, Pete! Kongbada bangbada hango, kongo bongo, 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 longo. Longo babongo. King dodongo, ongo bongo. Yee. Pupskäfer, ja, die sind da genau an der Dandelion dran. Das ist natürlich ungünstig, ne? Ich hole mir mal die Dandelion da hinten. Wie sie alles vollfurzen, ey. Schrecklich. Und hier ist natürlich wieder Krabbelei. Ah, die kleinen miesen Headcrabs. Lasst mich in Ruhe. So, warte. Hier sind ja gleich 2 nebeneinander. Weißt du, Duck? Dann wieder so ein Overkill am Start. Na, wie viel habe ich? Habe ich wieder 6? Habe ich wieder die Fragen, die man sich halt häufiger mal stellt. Habe ich mal wieder 6? Herrlich. Musste mal gefragt werden. Wir müssen der Sache mal auf den Grund gehen, glaube ich. Sprich dich ruhig aus. Bau doch schon mal eine Treppe rein und eine kleine Zwischendecke, damit man mehr die Übersicht hat. Ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Eine Treppe ist eine gute Idee. Jetzt habe ich ja auch schön Material hier. Können wir auch gleich machen. Kann ich die Treppe eigentlich auch aus diesen Stängeln hier bauen? Und wachsen eigentlich die Pusteblumen auch mal nach? Nicht, dass ich mir hier jetzt meine Grundlage kaputt mache die ganze Zeit. Vielleicht sollte ich auch... Warte mal, wir bauen mal keine Treppen. Wir bauen einfach eine Lehmrampe hoch. Das haben wir nämlich reichlich hier, das Zeug. Da muss ich nicht so weit laufen. Das ist schlau. Eine Lehmrampe. Das ist intelligent. Das habe ich nämlich direkt vor der Tür. Da muss ich nämlich gar nichts machen.
Naja, gar nichts stimmt nicht ganz, aber ne, ich kann halt einfach, das lege ich jetzt mal hier hin. Hier, da kann ich nämlich einfach das nehmen. Schön hier aufheben. Bin's nur ich oder sind Spielbärswitze immer flacher? Was? Nein. Das Niveau der Flachheit hält sich eigentlich sehr konstant. Finde ich. Ich bin der Meinung, ich halte das Niveau konstant flach. Die Kurve bleibt flach. Ich gebe mir da sehr große Mühe, die Kurve abzuflachen. Das ist irgendwie... Warte mal. Ah, nee. Ich setze erstmal... Ah, ich setze erstmal die Blueprints. Ich will erstmal wissen, wie viel ich jetzt brauche eigentlich. Wie viel? So, mal gucken, ob ich das jetzt einfach in die Gräser rein platzieren kann. Bin sehr gespannt jetzt. Hier. Also, wir machen mal nur so eine halbe. Würde ich sagen. Warte mal. Scheint nicht zu gehen. Der Spaten ist auch schon damaged. Fällt mir mal gerade so auf. Gibt es nicht irgendwie eine kleine Stütze oder sowas, die ich da drunter setzen kann irgendwie? Nee. Ach, schade, dann geht das nicht. Ja gut, was haben wir denn noch für eine Alternative? Wir haben diese Grass Stairs. Noch was anderes? Nee. Ja, dann ist es halt, dann wird es halt doch die Grass Stairs, okay? Geht wahrscheinlich sonst auch nicht auf mit der Aufteilung, vermute ich jetzt mal ganz stark. Ich vermute jetzt mal, dass es daran liegt. Dann da hinten in die Ecke machen wir dann so eine kleine, so eine Umrund, also so eine, Grass Floor, genau. Und dann machen wir da daneben gleich noch eine Leiter. Ja, dahin, genau. Aber da okay, da brauchen wir jetzt das hier. Und dann können wir das... Genau, sauber, genau. Hervorragend. Bauen uns so ein Türmchen. Und dann machen wir da oben nochmal einen Boden rein und drumherum machen wir noch ein bisschen, noch ein paar Wände. Genau, und ich habe ja noch ein bisschen Material dabei. War hier nicht ein Vierter noch? Komisch. Stem. Stem, genau. Nice. So, jetzt brauchen wir Gras. Da nehme ich mal jetzt einfach, oder ich mache jetzt einfach mal hier den Halm kaputt, der hier ist. Kann ich den hitten, sodass ich nicht das andere hitte, was hier schon steht? Ich muss mal hier irgendwie auf meine Mauer rauf. Und das von oben machen, damit ich nicht aus Versehen die Mauer schlage. Jawohl. Sehr gut. Hä? Ich wollte gerade sagen. Er platzt gar nicht. Nimm das. Nimm das. Und nimm das. Boah, wie viele Planken braucht man denn da? Hallo? Nicht mehr normal. Das geht schneller mit der Axt. Sollte es ja auch eigentlich, ne? Ist ja eine Stufe 2 Axt. Hier. Jawohl, Leiter fertig. Wo sind die anderen Dinger hingefallen? Hä? Komisch. Ich hab doch gerade. Ah, hier. Und da. Ich sehe den. Ich sehe das Gras vor lauter Stängeln nicht hier. Sehr nice, sehr nice. Ich hau mal das um, was am nächsten dran steht. Dann haben wir ein bisschen mehr Sicht. Dann sehen wir mehr. Ausgezeichnet. Rein damit. Okay, wir brauchen mehr Stöckchen. Ich mach mal hier das. Oh. Ich hab, glaube ich, gerade die Wand geschlagen. Na egal. Oder nee, eigentlich nicht egal. Warte mal, ich nehme mal mein Repair-Tool. Nee. Ah doch, die Tür habe ich getroffen. Gut. Genau. Ich hole mal noch ein paar Stängel. Stängel, Stängel. Ein paar Stängel für den Schwengel, meine lieben Freunde. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir sowas bauen wie ein Bett und so eine Kiste und sowas. Einfach mal ein bisschen eine schönere Einrichtung.
Oh, warte, hier ist Käfergebiet. Die schnarchen, glaube ich, gerade. Sind schon am Pennen. Dann kann ich mir jetzt hier mal gefahrlos die Pusteblume einverleiben hier. Los, Platz, genau. Sehr nice. Lecker Baumaterial. Wurde gefressen, Kappa. Ich wüsste nicht, dass es eine Wendeltreppe gibt. Ist mir auch neu. Habe ich auch noch nicht gesehen in den Bauoptionen. Die war auf einer 6. Hab nicht gesehen, welcher Reiter. Ich glaube, das ist vielleicht einfach eine optische Täuschung gewesen. Ich wüsste nicht, dass es Wendeltreppen gibt. Aber wäre eine coole Ergänzung. So an sich. Also ich finde es gerade ein bisschen merkwürdig. Ich meine mich zu erinnern, dass hier eigentlich in dem Gebiet auch immer mal eine Spinne vorbeikam. Keine Ahnung, wo die hin ist. Vielleicht ist die wirklich irgendwie im Wasser hängen geblieben. Aber ich kann mich recht gut daran erinnern, dass Spinnen am Start waren. Naja, egal. Mir kann es egal sein. Ja, ich vermisse die jetzt nicht oder so. Ja, aber ich habe mich halt gewundert, dass ich hier so leicht durchkomme. Die einzigen, die mich wirklich aufhalten wollen, sind diese komischen Wanzenviecher da. Die Spinne ist ersoffen, ja wahrscheinlich. Land unter für die Spinne. So, schmeiß mal hin. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Gras. Clever. Achso, das ist... Warte. Ist das Gras? Ja, das ist Gras. Jawohl. Ah. Oh, man hängt aber auch. Man hängt aber auch ganz schön. Muss mal hier richtig aufräumen. Muss mal alles wegmachen hier. Das clever Ding hier kommt auch weg jetzt. Das brauchen wir eh zum Bauen. Genau. Nice. Oh, guck mal, ich kann schon hier hoch jetzt. Schnell ging es, meine lieben Freunde. Sehr schnell. Und ich glaube, ich mache jetzt das einfach... Ich mache jetzt die Wände noch einen Ticken höher einfach. Dann können wir vielleicht auch oben mal ein Fenster oder so einbauen, mal riskieren. Hier scheint es ja keine Mücken zu geben. Also keine von diesen hässlichen Fliegen da. Ich finde das gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde das sehr gut. Machen wir es mal bis da oben hin dann aus stabilen Wänden. Kann ich da jetzt an der Rückwand, kann ich das jetzt da hinsetzen? Ja, ah, hier wieder nicht. Okay, na gut, egal. Dann habe ich da hinten halt keine Wand. War denn das? Irgendwas hat gefaucht. Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut. Fangen wir mal hier vorne an mit dem Zubauen. Ich baue mir mal schnell hier so eine Schlafgelegenheit. Hier so ein normales Ding so. So ein normales Schlafding. Genau. Clover Leaves haben wir ja. Und die Spricks, die sind ja hier auch zuhauf am Start. Wie? Mann! Ich raste aus. Warum habe ich eigentlich noch die Eier von dem Käfer dabei? Ich habe zu viel Zeug. Warum habe ich zwei Fackeln? Warum? Warum habe ich den Kopf von dem Käfer dabei? Warum habe ich so viel? Ah, so viel Zeug. Vielleicht sollte ich erst mal eine Kiste bauen. Ich schmeiße jetzt mal hier die Clover Leaves hin. Nein, alle sollst du wegwerfen. Dankeschön. Ich muss schnell hier die Spricks nehmen. So, sehr gut. Dann kann ich nämlich gleich pennen. Dann bauen wir mal hier gleich noch diesen Grill auf. Die Feuerstelle. Hä? Warum? Warte mal. Jetzt, okay. Die bauen wir mal einfach direkt daneben. Ich mache es mal schnell so diese grundsätzlichen Teile. Ah, nee, ich brauche 4. Und zweimal Gras. Zweimal trockenes Gras. Hey, hier ist ja noch ein... Wie ist der denn da hingekommen?
von der Ameise weggekickt, wa? Peplet. Hier haben wir Honigtau, den können wir auch gleich mal reinziehen. Ich brauche kleine Peplets hier. Wo sind sie denn? Da. Da leuchtet's. Eins, zwei und jetzt brauche ich nochmal ein bisschen trockenes Gras. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Hab's nicht gecheckt gerade, dass die da liegen, ey, irgendwie. Ach komm. Nun chill. Ich will gar nichts von dir. Ich bin nicht reingelaufen. Nerv nicht. Laufen, 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 laufen. Ah, hier wird nur angefurzt. Hier wird einem nur wieder ins Gesicht gefurzt. Sehr gut. Zeug. Gibt's hier noch eine Pusteblume oder habe ich sie ja schon alle vernichtet? Da hinten ist noch eine. Nur da müssen wir jetzt schon wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Ich hau vielleicht lieber hier mal die Pflanze um. Die gibt mir nämlich genau 8 Dinger. Ach, ihr Kongo-Bongos hier, sterb! Kackviecher. Schau mal die Pflanze um, da kriege ich genau exakt so viel, wie ich tragen kann. Jawohl. Oh, okay. Naja, habe ich gerade gesagt, ich kriege exakt so viel, wie ich tragen kann? Ich glaube, ich habe gerade ein bisschen mehr gekriegt, als ich tragen kann. Aber ist egal. Ich freue mich drüber. Merken wir uns mal, dass wir hier einfach mal eine Eskalation am Start haben. Materialeskalation. Laufe ich richtig? Ja. Bisschen mehr nach links. Ja, ist doch nice. Sind wir doch schon ganz weit gekommen. Also wir können schon die eine Stufe da jetzt nach oben. Aber natürlich müssen wir noch weiter hoch. Das ist aber eine gute Abkürzung. Wir sind zwar jetzt von der Base Location her nicht besonders zentral, aber es ist ein guter Übergangspunkt, an dem wir uns jetzt aufgebaut haben. Und der scheint auch recht sicher zu sein. Also bisher kommt nichts Gefährliches vorbei. Und dann garantiert, wenn ich das Haus fertig gebaut habe, kommt einfach der riesige Vogel und zerstört es halt einfach so. Sehr gut, jetzt können wir auch Essen kochen hier. Nice. Mach mal das Feuer an, genau. Kann ich schon schlafen? Ah, gleich. Ja, wir können nichts kochen. Ich brauche dringend nochmal hier irgendwie so ein Fass zum Lagern. Hier sowas, genau. Da können wir auch gleich dann mal die Clover Leaves reinstopfen. Ich stelle das mal... Bah, man kann das nicht unter die Treppe stellen. Na egal, dann stelle ich sie in die Ecke. Gut, Woven Fiver. Oh Gott, es wird dunkel. Licht. Champion of the Sun. So, eins. Zwei. Drei. Eins, zwei, drei. Ich höre es schon, er schmeißt es wieder weg, wa? Weil er keinen Platz hat. Wo ist denn das dritte jetzt hin? Ah, er hat drei, okay. Alles gut. Ich dachte gerade, er hat es ins Wasser geschmissen irgendwie. Jawohl, ich kann endlich Sachen ablegen. Gott sei Dank. Schnell mal hier gleich die Eier von dem Käfer reinstopfen. Das Zeug und das Zeug. Alles, was wir so zum Craften brauchen, packen wir jetzt hier mal rein. Ja. Den Rest behalte ich erstmal im Inventar. Sehr gut. Und dann überspringen wir mal die Nacht. Vielleicht ohne, dass die Fackel an ist die ganze Nacht. Tiny Pete, Tiny Pete restet Tiny. Genau. Tiny Pete's Tiny Reste. Machst du die Stummel am Boden noch weg? Ja, wenn ich fertig bin mit Bauen wahrscheinlich. Das ist alles Kosmetik. Das kommt alles später. Kommt alles hinterher. Erst die wichtigen Sachen.
Erst muss das Wichtige stehen, bevor er aufgeräumt wird. Wir brauchen... Ah! Brauchen mehr Spricks. Also mehr Blumen. Mehr Pusteblumen. Warte mal, sind da gerade... Ist da gerade clear? Oder ich... Ah ne, ich geh zur Distel. Die Distel ist markiert. Da liegen ja noch Dinger rum. Da kann ich das einfach mal schnell aufheben. Da muss ich mich hier nicht mit den Viechern rumschlagen. Das passt schon. Oh, ich muss ja... Scheiße, ich muss ja trinken und essen. Ist hier nicht die Distel? Hä? War hier nicht der Spade Gulch? Bin gerade verwirrt. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Trinkpäckchen und hol mir erstmal eine Schwung. Hier genau, guck mal. Bevor ich hier noch sterbe, da kann ich gleich mal was auffüllen. Und trinken kann ich auch. Jawoll. War denn jetzt wieder der Spade Gulch? War das da drüben? Habe ich mich gerade schon wieder so verheddert hier? Da ist er doch. Warum ist er nicht mehr markiert? Da müsste doch ein Wager sein eigentlich. Verstehe ich nicht. Hier ist er doch. Da hatten wir doch einen Marker gebaut. Ich bin doch nicht blöd. Wo ist denn der Marker hin? Hat den einer kaputt gemacht? Hast du ihn kaputt gemacht? Du dicker Käfer, du. Hä? Oh nein, der Käfer hat meine Stängel geklaut. Ach, Kongo Bongo, lasst mich doch mit eurem Kongo. Lasst mich doch im Kongo. Schnell weg. Ah nein, mir fehlt noch ein Stängel, warte. Ich brauche noch einen. Nimm ihn. Habe ich ihn? Ja. Schnell weg. Kong, bada, bang, bada, hongo, bongo, kongo. Lauf. Bong, bada, bang, bada, bang, 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 bang. Ah! Nein, hier ist das Wasser, oh Gott. Hier komme ich gar nicht weiter. Lad auf, die Stamina, lad auf. Tja, das war so viel einfacher, als einfach bei den Stinkkäfern mal schnell eine Pusteblume kaputt zu machen. Ja, ja. Das war so viel unkomplizierter. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, spawnen die Sachen nur nach, wenn man auch den Stummel wegrotzt. Aber ob es dann auch an Ort und Stelle die Spawn... Ja gut, okay, das ist halt die Frage. Nichts Genaues weiß man nicht. Jetzt muss ich hier die Viecher umgehen, ey. Aber warum haben die sich hier so ausgebreitet? Guck mal, die fahren voll auf den Lehm ab. I shit you not. Die sind voll süchtig nach dem Zeug. Ja, ich wollte euch doch gar nicht beim Lehm knuddeln stören. Lehm und Lehm lassen, kann ich dann nur sagen. Ich will von eurem Lehm gar nichts. Ich habe schon genug Lehm. Bong bada bang bada bango kongo bango kongo Bongo da bango. Komm schon. Komm schon, zieh! Stamina! Ah! Ah! Jawoll! Ja, nice! Ist doch schon eine ganz gute Palisade hier geworden. Nicht schlecht. Da können wir uns dann auch mal eine Trophäe oder so mal an die Wand hängen. Da haben wir endlich mal ein bisschen mehr Platz oben. Ist ganz nice. Und hier können wir ja einen Boden reinbauen. Da kann ich ja schon mal, kann ja schon mal vorbereiten. Kann ich schon mal machen. Nicht wahr? Hier so. Weiß jetzt nicht. Ist da noch genug Abstand dann, dass ich da drunter durch kann? Ich hoffe es. Genau. Ja, sehr gut. Okay. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ha! Ja, okay. Ich sollte ihn auch bauen, bevor ich drüber laufe, ne? Genau, da brauchen wir ja nur noch Gras. Ja, man hat auch schon jetzt einen besseren Überblick hier, ne? Ist ganz nice eigentlich, wenn man sich jetzt hier so umguckt. An der Stelle ist diese Folge Grounded auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos nicht nur zu Grounded, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Grounded. Bis dann, ciao, ciao.